Wort hat FPÖ-Verfassungssprecher Harald Stephan. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, ja, eine sehr interessante Diskussion, wie ich meine, die man auch nicht so leicht vom Tisch wischen sollte, wie es damit ausschaut, ob man Gebietskörperschaften in Insolvenz schicken kann, ob es eine Insolvenz geben soll. Es wurden gerade zwei Argumente von meinen Vorrednern gebracht, die gemeint haben, also einerseits, es muss gewährleistet sein, dass keine Haftungen mehr eingegangen werden oder zumindest keine hohen Haftungen mehr eingegangen werden. Das kann ich wirklich voll unterstreichen. Ich wundere mich nur, dass wir gerade auf Bundesebene mit dem ESM genau dasselbe gemacht haben. Wir haben gerade wieder Haftungen auf dem Rücken der Steuerzahler beschlossen. Nein, ja sicher haben wir. Also wir haben es nicht beschlossen, Sie haben es beschlossen, genau die Parteien, die jetzt gerade damit argumentieren, dass also das große Problem ist bei den Ländern, haben genau das beschlossen und das geht immer auf den Rücken der Steuerzahler. Die hier sitzen, beschließen das und ausbaden müssen es andere. Ich bin gegen diese Haftungen, wir haben ja vehement dagegen argumentiert und der damalige Finanzminister Bröll hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem, das sind nur Haftungen, da passiert überhaupt nichts. Nur Haftungen, das hat er hier wörtlich gesagt und das hat uns damals auch ja wirklich auf die Palme gebracht. Nur jetzt kommen Sie wieder mit dem Argument, daher bitte bleiben Sie konsequent. Das Zweite ist, jetzt gerade wurde gesagt, na stellen Sie sich vor, wenn das Land also dann jetzt da in Insolvenz ist, dann kommt hier irgendein Verwalter oder sagt irgendjemand, wie das Land hier zu führen ist. Da haben wir nicht einen Stabilitätspakt abgeschlossen. Haben Sie das nicht auch unterschrieben? Ist das nicht genau dasselbe, wenn Österreich gewisse Kriterien nicht erfüllt, dass wir dann von der Europäischen Union hier Vorgaben bekommen, wie wir zu verfahren haben? Ja, na ganz was anderes, überhaupt nichts anderes. Das setzt ja viel früher ein. Da brauchen wir ja gar nicht in Insolvenz gehen, sondern da braucht man nur eine gewisse Neuverschuldung. Das BIP aber wir sind jedenfalls in diese Richtung, genau in diese Richtung geht es. Und ich rede jetzt ja, wenn wir reden jetzt einmal von der Diskussion darüber, ob es ein Insolvenzrecht geben soll. Sie haben völlig recht natürlich, eine Gebietskörperschaft ist nicht mit einem Unternehmen gleichzusetzen. Das gewöhnliche Insolvenzrecht ist nicht anwendbar. Das ist ja klar, deswegen diskutieren wir ja darüber. Das ist völlig richtig. Die Gebietskörperschaft agiert nicht wie ein Unternehmen, agiert nicht frei am Markt. Also die Sanierung über den Markt, wie man das so früher so schön gesagt hat, die findet hier natürlich nicht statt. Aber es gibt halt auch andere Dinge, die hier zu berücksichtigen sind. Das ist, wie völlig richtig gesagt wurde, die Frage der Verantwortlichkeit und die Frage der Transparenz und des Durchgriffs. Das ist überhaupt nicht geregelt. Die derzeitige Situation ist völlig unbefriedigend, wenn wir nicht wissen, welche Schulden sind bei den Gemeinden, bei den Ländern, was ist noch ausgelagert, wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, wenn letztendlich immer der Bund und damit der Steuerzahler haftet, ohne hier überhaupt die Möglichkeit haben, Einsicht zu nehmen, dann ist da hier Sanierungs- oder ist da Änderungsbedarf. Das ist ja völlig klar. Und es muss daher sehr wohl die Diskussion erfolgen. Und wenn, dann spricht man ja hier von einem einem Sonderrecht. Also das heißt ja, wir reden ja von Insolvenz, meinen aber damit jetzt eben nicht die Insolvenzordnung im eigentlichen Sinn, wie sie jetzt da liegt, sondern es geht eben darum, dass man dann darüber nachdenkt. Wie schafft man es, dass man hier einerseits Verantwortlichkeit eben sehr wohl durchsetzt? Wie schafft man es andererseits, dass aber die wirklich für die Daseinsvorsorge, für die Grundversorgung der Bevölkerung notwendigen Dinge pfändungssicher sind. Das muss natürlich klar sein, weil den Teufel, den haben wir jetzt schon mehrmals an die Wand gemalt bekommen, dass dann alles stillsteht und dass dann überhaupt nichts mehr funktioniert. Und auch was der Herr Minister gesagt hat, natürlich, es gibt so viele Dinge zu bedenken, dass der Insolvenzentgeltfortzahlungsfonds hier nicht greift. Ja, das ist völlig richtig. Es wird sicherlich sehr viele Dinge zu bedenken geben, auch verfassungsrechtliche Probleme, es ist nicht so einfach zu lösen. Das ist völlig klar. Die Frage ist nur, ob man den Willen dazu hat, ob man sagt, die derzeitige Situation ist unbefriedigend. Ich will als Gesetzgeber hier eine Lösung finden, die besser ist, um eben diese Probleme, die aufgeworfen wurden, die auf dem Tisch liegen. Ich meine, Sie diskutieren die ganze Zeit über Kärnten und was dort alles Furchtbares passiert ist, aber Sie sind dann nicht bereit, die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, gut, dann reden wir doch darüber, wie wir es in Zukunft besser machen sollen. Und dort setzt die heutige Diskussion meines Erachtens an. Es ist ein Beginn und es ist jetzt eben die Frage, ist der Wille da? Ist der Gesetzgeber, ist das Parlament bereit, hier einen Weg zu gehen? Und das jetzt nicht einfach wegzuwischen mit dem Argument, das Insolvenzrecht ist nicht anzuwenden. Das ist schon völlig richtig. Und wenn Sie sich an dem stoßen, dann muss man das halt anders nennen. Aber es geht darum, was für Regelungen findet man, dass man hier Verantwortlichkeit durchsetzt und was findet man für Möglichkeiten, dass es keinen Anreiz gibt für Länder,
Länder Schulden zu machen, von wo das Geld woanders eingenommen wird und dann auszugeben und zu wissen, irgendwer deckt es ab. Also ein Änderungsbedarf ist jedenfalls da, die Diskussion ist offen und ich kann wirklich nur hoffen, dass Sie das nicht einfach vom Tisch wissen mit nach dem Motto, das ist zu kompliziert oder das geht uns nichts an, sondern das ist sehr wohl wichtig, damit wir auch die Schulden innerhalb dieses Staates in den Griff bekommen. Es sei klar, dass das gewöhnliche Insolvenzrecht nicht angewendet werden könne, sagt FPÖ-Verfassungssprecher Harald Stephan. Daher bestehe Änderungsbedarf und es brauche eine Sonderregelung.